Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival mit meiner nun 14. Folge. Und bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Klaus Daniel Rother. Achso, vierte Staffel, 14. Folge. Der Klaus Daniel hat nämlich am 10.03.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herznummero. Wo ist meine Liste? Sekunde. Entschuldigung, ich glaube 441. Ja, 441. Sorry. Klaus verschwindet jetzt aber wieder. Und ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar hatte ich gerade jetzt schon 3 Aufnahmen gemacht und dabei immer mehr Probleme festgestellt. Problem Nummer 1. Ich habe einen Forscherkammer in der Hand. Ihr seht ihn. Auto. Ich muss mal kurz ein kleines Weilchen warten. Damit ihr seht, es passiert einfach nichts. Man kann sie nicht mehr zerlegen. Und zwar gar nicht mehr. Dann dachte ich mir, okay, probierst du es noch an verschiedensten anderen Autos. Also hier drinnen zum Beispiel in der Werkstatt an diesen verrosteten Autos, an den teilweise zerlegten Autos, an den Autos, die vorne einen eingedrückten Motorraum haben und so weiter und so fort. Hat alles nicht geholfen. Ich konnte absolut keine Autos mehr zerlegen und gleichzeitig frisst dieses Versuchen zu zerlegen, aber auch wieder Haltbarkeit vom Vorschlaghammer. Genauso wie auch, wenn ich irgendwie dringend Branches brauche. Das funktioniert immer noch. Ja, okay. Ich kann jetzt hier, da fiel gerade ein Blatt runter, kann ich jetzt hier draufhauen, bis ich müde werde. Oder halt, aufpasse, bis er kaputt geht, der Vorschlaghammer. Außerdem dachte ich mir dann, okay, gut. Dann nimmst du jetzt einfach mal die Gelegenheit wahr und sagst Loot Refresh. Problem dabei ist aber, es kommt wirklich alles zurück. Und sogar noch viel mehr, je öfter ich drauf drücke. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass hier so viel Zeugs drin lag, als ich das erste Mal hier war. Und gleichzeitig, ihr erinnert euch an mein Auto vor der Kirche, da hatte ich die ganze Munition drin. Die ist jetzt weg. Ohne Scheiß, sie ist weg. Dann habe ich gleichzeitig noch ein weiteres Problem. Ich hoffe, die Jungs sind jetzt mittlerweile wieder da. Also hier wirklich Loot Refresh hat wirklich gut funktioniert. Ist eine tolle Lösung für die Leute, die sagen, nee, ist okay, Rati, dann arbeite du erstmal weiter. Wir gucken, was wir hier alles auf der Karte entdecken können, was uns noch Spaß machen könnte und bauen könnten. Hier auch wieder Metal Scraps, deswegen ich ja das eigentlich gemacht habe. Jetzt gucke ich mal, sind sie wieder da? Nö, jetzt sind sie nicht mehr da. Natürlich. Okay, laufen wir mal hin zurück zu einer anderen Stelle. Diesmal habe ich auch Tonsound drin. Sehr schön, das war nämlich auch noch ein Grund. Ich zeige euch jetzt noch eine Location, die wir in den Folgen davor nicht drin hatten. Da habe ich sogar noch einen Rucksack gefunden, und zwar hier, in diesem kleinen Camp. In einem der Autos auf dem Beifahrersitz ist ein Rucksack. Deswegen habe ich jetzt auch so viel Platz wieder. Also schon sehr viel eigentlich so an sich für den Anfang. So, hier habe ich auch geguckt. Fässer. Nö. Stühle. Nö. Und bei Loot Refresh ist mir aufgefallen, mal liegt hier ein Metal Scrap und mal liegt da drunter eine Lashing, die ich nicht aufsammeln kann. Die steckt so halb in der Kiste drin und die ist dann nicht sammelbar. Zelt zerlegen, geht nicht. Alpha-Wand habe ich hier auch noch. Okay. Hier sind wieder einige Sachen gespawnt. Alles gut und schön. Rucksäcke spawnen übrigens nicht neu. Was ich eigentlich ganz gut finde. Aber was halt immer neu spawnt, Essen und Trinken hier hinten drin. Und das wiederum macht mir keinen Spaß. Ich will nur die Startressourcen haben. Ja, Bobby, halt's Maul. Ich will nur die Startressourcen haben und dann so schnell wie möglich autark werden müssen. Einfach für Nahrung und Trinken. Das war ja eigentlich immer der Kernpunkt von diesem Spiel hier. Das und die Zombies. Zombies wiederum haben mittlerweile, auch wenn bei einigen Leuten es wohl viel besser läuft wie bei mir. Gutze hatte mir zum Beispiel geschrieben, der liebe Gutze, langjähriger Zuschauer, ich mache mir das bei dem Haus mit den Zombies da hinten, das rote, viel zu schwer. Ich könnte ja da einen Zaun hinbauen, wenn ich Branches gesammelt habe, was hier ein bisschen schwierig ist, weil die sind irgendwie deutlich weniger als vorher, wie ich persönlich finde. Und also halt Zaun hinbauen und dann mit einem Billigbogen und Pfeil und Bogen hinmarschieren da. Billigbogen hatten wir ja schon gesehen, finden wir in der Hütte.
oder an der, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und einer von diesen drei Hütten hier war ja der Bogen drinne mit schon guten Pfeilen drinne und Billigpfeile kann man sich ja relativ schnell craften. Hat er ja auch recht. Definitiv, kann ich nicht verneinen. Wartet mal, eine Sache vergessen. So. Zack. Jetzt gucken wir mal. Köfferchen. Achso, wartet mal. Hier. Zack. Meine Munition ist weg. Das hier ist das, was ich danach schon reingelegt habe. Ich hatte vorher auch schon die Automunition, also für das Auto zum Tunen und so weiter und so fort. Natürlich wollte ich jetzt auch sehen, was habe ich jetzt drinnen schon angestellt. Tut mir leid, das lasse ich jetzt mal raus. So. Die Jungs sind nämlich wieder da. Ich mache die Tür auf. Stell den Koffer hier hin und gucke mal, was passiert. Hallöchen. Gut. Okay, das funktioniert schon mal. Wir nehmen den Speer. Das funktioniert auch, okay. Aber, eins, zwei, drei. Und da habt ihr gerade kurz gehört, wenn ihr ganz genau hingehört habt, da war gerade wieder der Sound von Stein, wenn man auf Stein trifft. So, next try. Jungs, geh mal zur Seite, ich will den da hinten erwischen. Dann halt dich. Oh, verdammt. Vorführeffekt. So. So. Ist der durchgegangen? Verdammt. Dann probieren wir es jetzt anders. Geht nicht. Geht nicht. Au. 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 Da, habt ihr gesehen? An ihm selbst war Steinhaut. Moment. Nee, das war daneben. Ah, Ausdauer. Wie viel Leben habe ich noch? Okay. Ich bin die Speere einfach wieder hier. LOL! Alles klar! So, Moment, geht gleich weiter, Leute. So, Jungs, kommt mal wieder hier. Hi. Ja, komm mal her. Ach, verdammt. Ich bin die Speere zurück. So. Ach Mist, ich wollte den anderen Speer auch noch haben. Moment, Jungs, wir machen gleich weiter. So, Stechen funktioniert. Ach, verdammt. Tja, aber ihr seht schon, was ich meine. Früher, in der Version vor diesem Update hier, hat man maximal, wirklich maximal 3 Speere gebraucht bei den Jungs. Wenn sie nicht im Kopf gelandet sind, sind sie halt im Torso oder am Bein gelandet oder am Arm gelandet, aber da haben maximal 3 gereicht. Das haben sie, ist jetzt komplett raus. Also ich kann hier Speere rausschmeißen, wie ich möchte. So, passiert einfach nichts. Ich komme gleich mal wieder. Muss gucken, welche Art von Munition ich gerade da habe. Dann hole ich mich jetzt die Pistole oder die Rifle oder beides. Hier haben wir 9mm. Hier haben wir Rifle. Leg das weg. Leg das weg. Zack. Rifle mitnehmen. Pistole mitnehmen. Ausrüsten. Ausrüsten. Nachladen. Nachladen. Gehen wieder hin. Köfferchen steht da noch da. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die sich jetzt heilen automatisch in der Zeit. Keine Ahnung. Ja, Jungs. So. Headshot-Problematik. Ne? Moment. Vorführeffekt. Okay. Hat funktioniert. Scheiße.
Ohne Scheiß, ich hab hier schon ein halbes Magazin in den Aufnahmen davor reingesammelt. Moment. Leute, das ist jetzt nicht ein Ernst, dass es jetzt funktioniert. Na. Gut, hatte ich vorher nicht. Aber das ist trotzdem ein Grund. Ich hab's mal so und mal so. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Ich muss dann immer wieder den Spielstand neu laden. Weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal gespeichert. Hab auch keinen Bock, in den Folgen jetzt irgendwie alle 5 Minuten speichern zu müssen, ehrlich gesagt. Das und die Sache mit den nicht zerlegbaren Autos. Und stattdessen bei Loot Refresh dann auch wirklich immer massenweise neuen Loot zu haben. Hier, wieder ein schönes Beispiel. Ich brauche nicht mehr zu jagen. Ich brauche auch kein Wasser mehr abzukochen. Bauen könnte ich noch. Okay, das würde vielleicht sogar noch Spaß machen. Ich würde ja auch immer, wenn ich den Loot-Refresh-Button drücke, irgendwo schon eine weitere Axt finden, um Bäume zu fällen. Kein Thema. Aber ganz ehrlich, dann brauche ich auch nicht mehr in die Mine zu gehen, um irgendwelche Sachen abzubauen. Also irgendwelche Metalle und Sachen, woraus ich das Schießpulver mache und so weiter und so fort. Das macht in meinen Augen, ehrlich gesagt, jetzt momentan auf dem Stand des Spiels, wie es jetzt ist, keinen Sinn jetzt hier weiterzumachen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist wirklich aus Respekt gegenüber dem geschenkten Leben Bobby zu Ende aufessen. Dann trinke ich nochmal eine Coke. Und dann muss ich euch jetzt leider sagen, werde ich dieses Spiel jetzt ab dem Moment hier pausieren. Ich habe jetzt auch in den letzten 3 Folgen, die ich hier aufgenommen habe, dann doch nicht hochgeladen habe. Ich wollte euch eigentlich so einen kleinen Special-Sonntag geben, so ein bisschen 20-Minuten-Folgen mit, also 3 Folgen mit 20 Minuten wollte ich eigentlich schenken. So als kleine Vorweihnachtsfreude sozusagen, weil es dauert jetzt theoretisch wieder 4 Wochen, bis die nächsten Folgen kommen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir die Folgen angeguckt und ich dachte mir so, nee, du hast keinen Spaß mehr an dem Scheiß. Ganz ehrlich. Dafür, dass du halt jetzt wirklich alles wie im Supermarkt, ja einfach bloß greifen brauchst, nicht bezahlen brauchst. Also, was im Supermarkt natürlich nicht geht, aber hier, als wenn man im Supermarkt wirklich die Regale leer räumen darf und ohne zu bezahlen mit dem Zeugs da draußen marschieren darf. Und da bin ich ganz ehrlich, nö. Das macht mir einfach keinen Spaß. Sorry, aber nö. Und ich habe ja gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ich weiß noch nicht, welche Bugs noch alle auftreten. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht wissen, will ich auch ehrlich gesagt nicht rausfinden, denn ansonsten habe ich irgendwann nur noch schlechte Erinnerungen an dieses Spiel und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil wir hatten eigentlich, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, früher sehr viel Spaß an diesem Spiel und ich hätte auch sehr, 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 sehr gerne wieder eure Safe Games dann bewertet, ihr guckt, wie geil ihr gebaut habt und so weiter und so fort. Ich weiß bis heute nicht, ob es funktioniert, weil ich habe ja manchmal auch Probleme, meinen Spielstand zu laden. Manchmal hängt er sich einfach mittendrin auf und sagt, nö, das Spiel reagiert nicht mehr. Ist natürlich blöd. Aber eine Sache mache ich jetzt noch mit euch. Eine Location gucken wir uns jetzt noch an. Mal gucken, ob ich da heile durchkomme. Könnte laut werden. Glück! 2 weg. Ach, herrlich. Mist daneben. Boah, Alter, wie viele sind denn das hier? Ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Aua. Aua. Okay, ich dachte, ich kann auch schnell reinrennen mit euch. Aber gut, hat sich erledigt. Ihr Lieben, das ist ein positiver Aspekt, die Banditen, dass die jetzt deutlich schneller zu töten sind. Ihr habt es gesehen, 1, 2 Schuss down sind sie. Ich hatte ja bloß noch 6 oder 7 Schuss, ne? Und hab damit jetzt 3 auf einmal erledigt. Das ist schon mal ganz gut. Mit Pfeil und Bogen macht's bestimmt auch ganz viel Spaß. Kann ich mir gut vorstellen. Habe ich auch sehr, sehr gerne in den letzten Staffeln gespielt. Vor allem auch, weil die Ballistik einigermaßen gut war. Dass man da auch wirklich sehr Long-Range-Schüsse machen konnte und so weiter und so fort. Aber für mich ist jetzt hier an der Stelle erstmal eine Pause. Kein Abbruch, eine Pause. Ich erwarte jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich sehr, sehr viele Bugfixes vom Entwickler. Denn das hat er nämlich schon wieder nicht hinbekommen. Bugfixes. Ich brauche jetzt auch gar nicht hier weiter zu spielen, weil ich ganz genau jetzt schon eigentlich weiß, ohne es gesehen oder gelesen zu haben, die Hühner werden schon wieder, sobald ich den Spielstand neu lade, hungrig sein und durstig sein, werden wieder keine Eier legen, werden wieder keine Küken ausbrüten und ich werde wieder einfach, muss auch die Hühner mir so aus der Wildnis rausschnappen, was ja direkt bei mir um die Ecke liegt. Ne? Ist für mich vom Survival-Aspekt her nicht akzeptabel.
kann ich nicht anders sagen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das mache. Ich hoffe, ihr seid auch auf meiner Seite und meiner Meinung, dass es so sinnlos ist, jetzt hier weiterzumachen. Auch wenn ich mich super drauf gefreut habe, dass es hier weitergeht, aber ich lege es jetzt lieber zur Seite, bevor ich hinterher einen Hass drauf schiebe. Um es so zu sagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schicken Sonntag. Hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei Project Zomboid. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.